Hallo und herzlich willkommen zu unserer E3-Preview. Wir wollen heute ein bisschen darüber quatschen, über... Über unsere nackten Beine. Nicht oh, auch, ja. Auch, wir können, wenn ihr wollt, auch über unsere nackten Beine reden. Aber die E3 steht vor der Tür, dieses Wochenende ist es soweit und vieles ist schon bekannt, was wir sehen werden. Und wir quatschen heute darüber, worüber wir uns besonders freuen und worüber vielleicht nicht so. Ja. Wir können natürlich aber auch nicht über alle Spiele reden, die diese Messe zeigen wird. Erstens, weil wir nicht alles wissen. Zweitens, weil uns nicht alles interessiert. Also das wird jetzt schon ein sehr persönliches Video, würde ich sagen. Ja. Wir haben den Laptop hier stehen und haben mal ein bisschen aufgelistet, was so unsere Favoriten sind. Und ich würde sagen, wir fangen mal so grob mit Sony an. Yes, können wir gerne machen. Sony? Immer gerne, immer gerne. Was haben wir denn? Was habe ich denn da drauf geschrieben? Death Stranding. Death Stranding. Double PH. Gab es ja schon 1, 2, 3... Trailer, wobei der letzte, das, ich denke immer mit jedem Trailer, der veröffentlicht wird, denke ich immer, es beantwortet Fragen. Nein. Und dann guckst du dir das an und denkst, hä? Also ich würde mir echt mal richtiges Gameplay wünschen. So richtiges. Ja, so, ich glaube, was überhaupt das ist. Ne? Also man ist ja diese Mood-Trailer und so, die sind ja schön und gut, die sind ja auch irgendwie geil, aber man kann auch gar nicht sagen, warum. Ja, was muss man machen? Genau, was steuert sich machen? Das? Ist das ein Taktikspiel von oben? So rum. Ich glaube aber, da werden wir dieses Jahr noch nichts zu sehen, ehrlich gesagt. Also da wird vielleicht drüber geredet, wir kriegen vielleicht einen weiteren Cinematic-Trailer, aber ich glaube nicht, dass wir Gameplay sehen dieses Jahr. Meinst du? Nee. Also langsam das müssen kommt auch mal in den nächsten zwei Jahren nicht raus, wahrscheinlich. Das kommt 2025 raus. Wenn sich es einer erlauben kann, dann eher. Aber ja. Also ich mag ja auch... Vielleicht wird das 2021 ein Launch-Titel für die PS5. Hier habt ihr es zuerst gehört. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht lassen sie Kojima nochmal auf die Bühne kommen, dann lässt er sich wieder feiern wie der Papst. Ach ja, war das letztes Jahr? Nee, das war ja, als sie diese Zusammenarbeit bekannt gegeben haben. Nee, was hat Sony denn noch? Also, die haben natürlich Days Gone und so weiter. The Last of Us 2, aber... Wie, da willst du jetzt so drüber reden? Nein! Also, Days Gone, muss ich kurz sagen, finde ich total langweilig. Ja, also, hat mich überhaupt nicht angemacht. Sieht so aus wie Last of Us, nur ohne coole Story. Ja. So, weil du halt dieses Duo nicht hast. Und Last of Us 2, muss ich sagen, freue ich mich sehr drauf, will ich aber eigentlich gar nichts zu sehen, weil ich kaufe es mir sowieso. Ja, mich interessieren halt ein paar neue Features oder sowas. Also, ich möchte nicht. Also, einfach nur more of the same wäre okay. Wäre ich zufrieden mit, aber ich. So ein paar coole Dinge. Also mich hat halt der erste Trailer, den fand ich schon ganz cool, wo sie da Gitarre spielt irgendwie, aber jetzt das, was auf der Paris Games Week, meine ich, war das gezeigt wurde, wo da eben völlig andere Figuren waren, die dann halt irgendwie unnötig gefoltert wurden, ne, mit Hammer auf dem Arm und keine Ahnung, Bauch aufschlitzen und so. Das fand ich so, ja, also extrem gore, extrem düster und gar nicht irgendwie Last of Us Feeling. Also das Feeling hat mir völlig gefehlt. Ja, okay. Also ich finde, das ist eine gute Überleitung für das, was letztes Jahr auf dem Games Award gezeigt wurde, nämlich das neue Spiel von From Software. Ist ja vielleicht nicht 100% Sony-exklusiv, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es sehr wahrscheinlich Bloodborne 2 ist, weil sie haben ja auch irgendwas gesagt mit irgendwas Never Dies Twice oder so. Ja, das wird aber eigentlich auf alles passen, was sie jemals gemacht haben. Ja, aber es ist aber der zweite Teil. Also ich glaube schon, entweder Bloodborne oder Demon's Souls. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, Demon's Souls 2 wäre... Demon's Souls 2, also wenn die Demon's Souls 2 machen... Das wäre schon ziemlich sick. Nein, glaube ich nicht. Also das wäre beides bei Sony auf jeden Fall. Es könnte auch eine neue IP sein. Da würde ich mich, glaube ich, sogar mehr drüber freuen als über Bloodborne 2, weil Bloodborne 2 hat meine Frustgrenze wirklich an die Extreme. Ja, aber die Leute wollen das. So. Ja, aber du ich vielleicht nicht. Ja. Hallo, From Software, hört bitte auf mich und nicht auf den Rest der Welt. Was habe ich denn noch? Ey, sonst habe ich nichts, was mich bei Sony groß interessiert. Cookie? Nee, die großen auch Dinge nicht. Waren so. Ich habe Last of Us 2 habe ich da noch stehen, da haben wir quasi drüber gequatscht. Ansonsten weiß ich nicht, was bei Sony überhaupt noch kommen könnte. Ich meine, die haben auch von den AAA-Spielen die meisten quasi. Wenn man jetzt mal zu Microsoft, kann man ja schon kurz drüber sprechen. Da haben wir und eh nicht schon viel zu sind wir fertig. Ja, okay. Das war ein Gag, habe ich nicht. Ja, also da kommt ja... Da ist die Liste, da sind drei Spiele, so Forza Horizon, Crackdown ist seit 50.000 Jahren irgendwie angekündigt. Und irgendwas mit Gears. Da passiert mit nichts. Ja, irgendwas mit Gears of War, weil das noch irgendwie eine Reihe ist, die noch haben. Und vielleicht irgendwas mit Halo, wer weiß, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Und dann steht da auf allen Webseiten und tausend andere Spiele von anderen Publishern, die Microsoft bezahlt hat, um die Vorstellung und zu dürfen. So ein 3-Minuten-Trailer mit 10 Indie-Spielen. Ja, ach ja. Und, ja, stimmt, das stimmt. Und irgendeine Minecraft-Scheiße auf jeden Fall auch. Ja, aber ganz ehrlich, also Microsoft würde mich jetzt extrem
extrem überraschen, wenn die eine fantastische, interessante Pressekonferenz hinlegen. Nicht von der Art und Weise, wie die aufgebaut ist, sondern vom Inhalt her, weil da ist, glaube ich, echt nicht viel, was dieses Jahr kommt. Ja, ne? Und ich meine, sie haben ja gerade ein neues Entwicklerstudio aufgebaut und bis die was machen, dauert es halt. Also das wirst du dieses Jahr noch nicht merken. Deswegen, ich erwarte wenn, wenn die klug sind, dann investieren die alle Entwicklerpower auch in die nächste Konsole. Dann. Mir fällt gerade was ein, vielleicht könnten die ein neues Fable mal machen. Ja, aber wer will das? Lionhead Studios nicht down? Ja, naja, die Lizenz. Kann ja, ja okay, aber da ist ja das letzte neue Fable. Ist das ja ist ja ultra, gecancelt worden. Ja. Das ist ja schon mega nach hinten losgegangen, obwohl da sogar Leute Bock drauf hatten, unter anderem ich. Das war zwar. Ja, aber ich glaube, das waren interne Probleme da. Kann sein, ich weiß es nicht. Alles, worauf ich mich jemals bei der E3 auf Microsoft seit der Xbox One gefreut habe, wurde gecancelt. Alles. Hast du das noch? Das gehört da, Scalebound zum Beispiel. Ja. Haben wir uns auf der Gamescom 2016, durften uns das noch angucken. Oh ja, das war cool. Vom Entwickler, der hat uns dann halt ein bisschen was da erzählt, bla bla. Platinum Games war das, glaube ich, oder? Mhm. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich kam da raus, ich hatte richtig Bock drauf, ja. Und dann ein paar Monate später so, ja, Scalebound kommt nicht mehr sehr. Dankeschön. Danke für nichts, Microsoft, mal wieder. Ja, das Nintendo? Einzige, womit die mich wirklich überraschen können, so als Schlusswort, ist, wenn die Halo Collection nochmal für den PC rausbringen. Oh, Nintendo. Sorry. Nintendo hat ja jetzt schon mal mit Pokémon das ein bisschen vorgezogen. Ne? Also einfach mal ein paar Ankündigungen schon rausgehauen. Die werden die Nintendo Direct wieder ewig in die Länge ziehen. Ja. Also das ist aber immer mein Problem, dass sie das immer so lange machen. Ich hätte es gern schneller. Ne? Und da gibt es halt diese komischen Momente, wo die... Ja, diese My body so is ready. Leiden. Das ist echt immer so... Also, ey, bevor jetzt wieder alle schreibt Nintendo-Hater, natürlich freue ich mich auf die Nintendo Direct. Ja, klar. Aber so, also ich finde tatsächlich diese amerikanisch gestalteten Pressekonferenzen einfach unterhaltsamer, als entweder Japaner, die da irgendwie stocksteif stehen und ihre ganz eigene Art von Humor haben, oder Reggie Fils-Aimé, den ich einfach nicht sehen kann. Es tut mir furchtbar leid. Das ist wahrscheinlich ein total netter Kerl, aber ich kann ihn nicht gut sehen. Ja? Aber also, ja, klar. Auf jeden Fall, bitte, möchte ich was zu Metroid Prime 4 sehen. Und zwar mehr als nur ein Logo. Das wäre mir ganz wichtig. Die Ansprüche sind gering. Na komm, das müssen die den Fans aber jetzt auch geben, ehrlich gesagt. Aber bevor wir weiter auf die Spiele eingehen, möchte ich kurz sagen, dass ich alle Präsentationen von Nintendo seit das mit der Switch so ins Rollen gekommen ist, besser finde als vorher noch. Natürlich vermisse ich Iwata, aber keine Ahnung, ich finde die Art und Weise ist nicht mehr ganz so schlimm. Also solange nicht wieder so ein scheiß einstündiges Treehouse-Kack-Event hinterkommt, wo man dann Pokémon-Spiele sieht auf dem 3DS. Das war so, die Ankündigung von Sonne und Mond, das war so langweilig, wie die dann eine Stunde oder anderthalb da rumhängen. Da ist so eine Dame, die das dann übersetzt hat, ne? Alles vom Japanischen ins Englische. Und das war so lame. Du hast nur Kämpfe gesehen und die sind halt nun mal die ganze Zeit gleich. Du willst halt was von den Neuerungen sehen oder hören und da kam halt gar nichts. Also ich habe ja noch damals die Nintendo-Pressekonferenzen, als die es noch gab, teilweise ja live in Los Angeles verfolgt. Das war schon ein anderer Schnack, weil es gibt übers Jahr verteilt so viele Nintendo Directs. Da ist die E3 irgendwie nichts Besonderes mehr. Das stimmt, ne? Vielleicht nehmen sie deshalb auch so Ankündigungen vorweg. Was ich mir wirklich wünschen würde, das tue ich aber schon lange, ist ein Fire Emblem für die Switch. Weil die letzten Titel, also Warriors zähle ich jetzt auch nicht, weil das ja kein echtes Fire Emblem ist, die gab es ja nur für die Handhelds 3DS. Mhm. Die waren zwar gut, ja, die habe ich auch gerne gespielt, wobei ich den letzten auch schon gar nicht mehr irgendwie lange gespielt habe. Das waren noch die drei quasi gleichen Teile, die alle erzählt haben. Genau, ich habe irgendwie den ersten Teil habe ich durch und den zweiten dann, hey, machst du doch nicht irgendwie. Ich würde mich auch mega drüber freuen, ich kann wirklich, bis auf Pokémon habe ich glaube ich noch nie irgendwas auf dem Gameboy oder Nintendo gespielt. Und ich weiß, dass es viele coole JRPGs gibt, also wie hier Bravely. Was hast du? Ich glaube eher über JRPGs, nicht über Spiele allgemein. Du hast doch schon mehr auf Nintendo-Konsolen gespielt. Ach so, ja, aber nicht auf Gameboy, also nicht Handheld. Ach so, okay. Ja, auf Handheld habe ich eigentlich ausschließlich Pokémon gespielt und ich weiß, dass es richtig viele geile JRPGs gibt, die mich auch ansprechen würden, aber ich kann mit diesem flimsigen kleinen Ding nicht lange, ich weiß es nicht. Und weil du so große Hände hast. Auch. Im Gegensatz zu Mike. Ja. Hallo Mike. Und Fire Emblem hätte ich richtig Bock drauf, da würde ich mich auf jeden Fall auch drüber freuen. Also die letzten, ich sag mal, Hauptkonsolenspiele, das war für die Wii und für den Gamecube gab es Haupt-Fire Emblem. Path of Radiance und Radiant Dawn, die waren große Klasse. Ich bin mit dem Wii-Teil tatsächlich eingestiegen. Ich habe das zu Giga-Zeiten reingeschmissen. Okay. Und habe mich festgespielt. So. Und dann habe ich tatsächlich Harald Ebert von Nintendo angebettelt, dass er mir alle bisherigen Teile, und die waren teilweise auf Game Boy Advance, und er hat mir tatsächlich dann aus dem Nintendo-Lager
Lager zum Teil das letzte Exemplar noch ergattert, was sie da noch rumliegen hat, weil ich die alle nachholen musste. Hast du die alle dann ja, wirklich noch gespielt? Ja, klar. Früher hatte man Zeit, ne? Ja. Heute geht das definitiv. Nicht. Also ich finde aber bei Nintendo, sie sollten auf jeden Fall was ankündigen, was dies Jahr kommt. Tja, ja, so, weil man muss schon sagen, das Lineup der Switch ist aktuell sehr schwach. Oh, die haben aber rausgehauen. Die haben rausgehauen, ja, aber Monaten, da muss jetzt aber was kommen. Und da weiß ich gerade noch nicht, was kommt. Also naja, die haben jetzt das große Mario ist gelaufen, das große Zelda ist gelaufen, das große Pokémon soll ja nächstes Jahr noch kommen. Genau. Die müssen uns auf jeden Fall erklären, wie das mit diesem Let's Go Pokémon, was dieses Jahr noch rauskommt, funktioniert. Wie genau das mit der App funktioniert auf dem Handy. Also man weiß ja mittlerweile schon, wie das connected und sowas, aber welche Vorteile das hat, kann man jetzt, wenn man Mew auf Let's Go hat, auf dem Handy hat, das direkt in sein... Ich übrigens. Nee, ich glaube, also wie ich das verstanden habe, aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege, kannst du nur von Let's Go auf Go. Ja, ja, klar, aber du hast ja schon voll die krassen Pokémon, wenn du das regelmäßig von Go hast. Auf Let's Go, so sieht das aus. Ja, genau. Und dann hast du bei Let's Go hast du dann irgendwie so einen Park, wo deine Pokémon rumtouren. Okay. Genau, glaube ich. Und du kannst ja nicht direkt dein Mew da reinladen und von Level 1 an, wenn du losziehst, in Pokémon quasi gelb dein Mew alle wegbashen oder sowas. Wegmewen. Es wird auf jeden Fall spannend und ich bin mal gespannt, wie sie das alles, was wir uns wünschen, in eine Pressekonferenz reinkriegen. Und ich hätte gern Chibi-Robo. Endlich mal. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Das war so ein fantastisches Spiel auf dem GameCube und dann kam ein furchtbarer DS-Teil und noch furchtbares Handy-Game und ich brauche ein Chibi-Robo. Du steuerst einen Roboter, der ist so groß. Chibi-Robo. Okay. Ja, Chibi hat. Chibi halt. Ja. Nein, Chibi. So viel Japanisch kann ich auch. Und du bist halt in einem Haushalt, du bist so ein Helferroboter in einem Haushalt, und das ist alles total japanisch weird, aber der hat halt nur eine begrenzte Batterie quasi. Ja. Und du kannst halt immer Dinge erledigen und musst dann aber ganz schnell wieder an die Steckdose. Und je mehr Punkte du sammelst, umso mehr kannst du das erweitern und erweiterst also peu à peu deinen Bewegungsradius und entdeckst immer neue Räume im Haus. Und da gibt es dann halt auch ein großes Mysterium mit einem großen Roboter ist, und so. Ist das kindlich oder ist das fulkig? Beides. Okay. Also es ist... Also vom Prinzip her klingt das eigentlich ganz interessant. Es ist quietschbunt und auch so ein typischer japanischer, also es ist kein Anime-Stil, aber so voll durchgedreht. Ja, okay, aber das Gameplay war halt mega geil und ich möchte gerne echt mal einen neuen Teil haben. Das ist einer der unterschätztesten Titel aller Zeiten. Aber gut, was haben wir denn noch? Was hast du denn noch bei Pokémon? Sag ich schon, bei Nintendo hier stehen? Gar nichts. Bei Nintendo? Nö. Ich will Pokémon und... beim Rest lasse ich mich überraschen. Okay, dann machen wir das. Aber wie gesagt, Metroid bin ich mal gespannt. Ja, also Metroid müssen die unbedingt irgendwas zu zeigen und ich würde mich auch freuen, wenn die über ein bisschen was zum Pokémon, was nächstes Jahr rauskommt, erzählen, aber sonst überraschen. Also wie gesagt, du hast gesagt, die großen Dinge sind alle gelaufen, das heißt, alles, was jetzt kommt, ist für mich mehr oder weniger Überraschung, weil ich keine alten Titel kenne von Nintendo, wo ich jetzt unbedingt irgendwie ein Sequel oder sonst irgendwas von haben möchte, deswegen... Vielleicht kommt ja noch was Geiles für ein 3DS. Also ich lasse mich da echt überraschen. Das ist so, ich habe bei Nintendo aber eine größere Hoffnung, dass da was Cooles kommt, als bei Microsoft. Ja, mit Abstand, klar. Also. Da müssen wir nicht drüber reden. Also selbst EA bringt mehr Überraschungen als Apropos EA, mach mal da doch weiter. Geil, super geil. Was hast du aufgeschrieben? Hast du was von EA aufgeschrieben? Du bist EA-Fanboy. Ich möchte gerne Gameplay von Battlefield 5 sehen. Ja. Und bei dem Reveal-Event wurden viele Informationen gar nicht so präsentiert, wie sie es eigentlich schon gab im Internet. Ich musste mir dann hinterher von Jack Frags, habe ich mir ein Video noch reingezogen, der das relativ aufgedröselt hat in 20 Minuten. Mit einigen Dingen, die sich komplett anders, also nicht komplett anders, aber das Gameplay erweiternd angehört haben. Und da möchte ich was zu sehen. Gameplay vor allem, wie das aussieht. Viele haben sich ja beschwert, dass es irgendwie so Steampunk-mäßig aussieht, dass es unrealistisch ist. Mit dieser Diskussion möchte ich mich gar nicht befassen. Die ist wichtig und richtig, aber mir ist das egal. Ich weiß, dass das Gameplay mir Spaß machen wird und deswegen werde ich spielen. Aber für mich ist das kein Ding, was ich auf der E3 sehen will. Die Frage ist, was willst du sonst bei EA in der PK? Ja, okay, das ist ein anderer Punkt, aber so 40 Minuten Ballerei, die kann ich mir auch einfach so machen. Also letztes Jahr hatten die Battlefront 2 zu lange gemacht. Ja, genau, das war richtig unangenehm. Und dann dieses komische Hin- und Herschalten zu dem YouTuber und zu den Leuten, die spielen. Und dann auch einmal war die PK zu Ende. Das war Problem, was die aber haben, ist auch, dass die 50 Minuten immer erst mit diesen Sportspielen anfangen. Das ist wirklich die erste, also so dreiviertel Stunde davor. Ich weiß, dass das in Amerika ist das mega wichtig, ich weiß das, aber man kann das doch ein bisschen schöner machen. Ja. Ich weiß nicht. Ja.
Da war doch vor ein paar Jahren, war doch dieser Pelé da, der irgendwas von irgendwelchen... Dieser Pelé. Der hat irgendwas von irgendwelchen Typ. Fahrrädern erzählt. Da dachte ich mir so, warum? Das ist halt alt und verwirrt, aber das ist eine Legende. Ja, aber warum lädst du denn alt und verwirrte Leute ein? Scheißegal, wer die sind. Gut, wenn Albert Einstein, wenn ich den zu einer Pressekonferenz einladen würde, Albert Einstein, und der wird mir irgendwas, was weiß ich, über irgendwelche Lichter erzählen oder so eine Scheiße. Ja, dann bringt mir das auch nichts. Ja, das ist genauso random wie Fahrräder oder über Brote oder Brötchen. Wollen wir weiter über Anthem reden? Da hast du mich ja auch sehr drauf gefreut. Warum? Ja. Also ich freue mich nicht auf Anthem. Ich möchte einfach nur wissen, was es ist. Dieses ganze Destiny-Prinzip in einer Online-Welt, wo man seinen Charakter levelt und so Rollenspielelemente hat, finde ich prinzipiell interessant. Natürlich bin ich bei EA ganz besonders skeptisch, was Microtransactions und sowas angeht, aber ich habe die Hoffnung, dass sie mittlerweile ein bisschen gelernt haben. Ja, das können die sich auch gar nicht erinnern. Ich glaube auch, dass wirklich, es war im Endeffekt sehr gut für uns Gamer, dass Battlefront 2 passiert ist. Ja. Also es klingt jetzt erstmal doof, aber damit haben sie gemerkt, ich glaube auch andere Publisher haben das. Ja, klar, aber gerade bei EA. Ja, Warner zum Beispiel. Nee, ja, aber Anthem, also ich finde, es sieht halt cool aus, ja, so eine Art Titanfall, Destiny, mit BioWare-Stempel drauf irgendwie. Der BioWare-Stempel ist ganz wichtig. Ich habe nicht mehr so viel Vertrauen, aber ja, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist ein Spiel, das ist cool, da kann man nicht dran meckern, aber man spielt es und man vergisst es wieder. Also da war noch nichts, wo ich gesagt habe, boah, das sieht richtig... Ja, aber man hat ja auch quasi noch nichts gesehen. Das Ding ist, du weißt halt ja nicht, wie die Online-Welt funktioniert, du weißt nicht, wie Dungeons funktionieren und wie man seinen Charakter levelt, was man freischaltet, das weiß man nicht. Wenn es das überhaupt gibt, alles. Ja, siehst du, ich gehe davon aus, weil das ist, was ich haben will, aber naja. Hast du noch was von EA? Nee. Nee, sonst hab ich nichts bei EA. Was, wo machen wir denn mal weiter? Weil hier Elder Scrolls steht hier bei dir. Bethesda, ja. Was ist das? Elder Scrolls 6, Da steht Elder Scrolls 6, make it fucking happen. Punkt. Keine Ahnung. Nächstes Thema. Ich habe mich bei dieser dubiosen Fallout-Ankündigung, habe ich schon gedacht, ja komm, vielleicht ist das einfach nur der Vault Boy, weil das von Bethesda Maskottchen ist, bla bla. Und ich hatte schon die Hoffnung, dass es da angekündigt wird. Du meinst ein Spiel, wo man den Vault Boy spielt? Nein. Leo, ich dachte, die haben einfach nur Fallout-Stuff benutzt, um Elder Scrolls anzukündigen. Ja, macht Sinn. Wenn du darüber nachdenkst. Ich hatte die Hoffnung halt. Ich will unbedingt ein neues Elder Scrolls. Und vielleicht. Aber haben die da nicht noch vor ein paar Monaten gesagt, das würde noch sehr lange dauern? Nee, das ist schon, ich weiß nicht. Also, da können wir... Machen wir die Hoffnung noch nicht kaputt. Da können wir kurz über dieses Fallout 76 irgendwas... 76... Entschuldigung. Du sagst ja auch nicht Fallout, sondern Fallout. Ja. Oh, ja. Also für mich ist das eher Fallout. Oh. So, ich muss ja sagen, auf ein normales Fallout hätte ich mich gefreut, aber ich habe jetzt vermehrt gelesen, dass alle davon ausgehen, dass das so ein Online-Service ist. Das ist auch bestätigt. Ist das bestätigt? Das haben die bestätigt, ja. Na gut, dann bin ich raus. Gut, wir können nur was anderes reden. Nein, stopp. Bei mir ist es genau andersrum. Normales Fallout hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Das letzte fand ich schon nicht gut. Schade. Ja, ich mag Fallout generell nicht so gerne, aber weil das jetzt wieder so ein Online-Ding ist, was ich vielleicht mit meinen Freunden zusammenspielen kann, dann vielleicht bin ich wieder interessant. Ja, die genauso klug sind wie ich, noch auf dem PC spielen kann. Ja, die kenne ich ja nicht. Mann, ey, Cookie ist heute echt auf On Rage fire. Ja. Apropos Rage. Rage 2, ich bin jetzt kein großer Rage-Fan oder so. Ich glaube, niemand ist ein Rage-Fan. Aber ich fand den ersten Trailer, den ihr da neulich veröffentlicht habt, das sah einfach cool aus. Ja. Das war irgendwie so eine Art, ich habe es in den News, glaube ich, gesagt, auch so ein bisschen Borderlands-Style mit da drin. Könnte sehr lustig werden. Ich finde das total spannend, weil der erste Teil ist ja hart gefloppt, mehr oder weniger, ja, damals. Ja, uralt, ne? Und uralt. Und dass man das jetzt doch als Brand benutzt und wiederbelebt, ist so... Das ist aber so ein Ding, was die generell viel machen in letzter Zeit. Auch, ne? Aber Prey war wenigstens gut damals. So. Ja, aber... Ja, okay, die haben so ein paar Klassiker natürlich. Und Rage gehört jetzt nicht unbedingt dazu. Aber ich finde, dass alles, was Bethesda in jüngster Zeit gemacht hat, eigentlich... alles ganz gut war. Und ja, klar. Selbst wenn das jetzt eine Marke war, die früher nicht so cool war, habe ich das Gefühl, dass die das cool machen können. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. So, Also nicht ohne Grund hat Bethesda ja seit einigen Jahren eine eigene Pressekonferenz, weil die halt mittlerweile ganz vorne mitspielen. Das war auch nicht immer so. Nee. Ne? Die haben sich echt in den letzten Jahren gemacht. Der einzige Publisher, der sich noch irgendwie in die Mitte der Großen noch so mit rein katapultiert hat. Ansonsten habe ich auch fast das Gefühl, dass es gar nicht mehr funktioniert. Ja, vor allen Dingen hat Bethesda, glaube ich, auch in den letzten Jahren, wenn ich mich nicht täusche, nie irgendwie einen großen Shitstorm
einkassiert oder so. Die haben eine sehr treue Fanbase, die liefern solide ab, die haben relativ schnelle Veröffentlichungsintervalle, ohne ihre Marken auszulutschen. Die haben einfach verdammt viele IPs im Moment und dann legen sie jetzt mit Rage noch eine neue nach wieder. Also ich bin echt gespannt, ob die dann noch irgendwie was anderes aus dem Hut zaubern. Ja, mal kurz Ubisoft. Ja, Ubisoft. Da muss ich sagen, Ubisoft, ich freue mich immer auf die PK, aber ich erwarte, also man kann ja nichts erwarten, weil man einfach nicht weiß, was das eine Ding am Ende sein wird. Ja. Ja, also ich fand, letztes Jahr war es ja herzpur, ne? Also mit Michel Ancel und ich habe halt auch generell... Aber wenn dieses Jahr nochmal so ein Crossover-Ding mit Nintendo kommt, in irgendeiner Weise, das wäre so witzig, da hätte ich so Bock drauf. Jetzt ein Zelda-Ding. Nee, aber ich fand halt, also schon immer die Ubisoft-Pressekonferenzen sehr sympathisch, nicht so gestelzt, ne? Ja. Dann musst du halt mal Just Dance zwischendurch ertragen, das machen die ja mittlerweile ganz schnell weg eben so, ne? Aber ich glaube, wir werden viele Fortsetzungen sehen und Beyond Good and Evil 2. Ja. Also wir haben ja schon so eine Early-Alpha-Stage von dem Spiel mal gesehen. Da wird bestimmt mindestens ein Cinematic-Trailer nochmal kommen mit vielleicht einem Release-Datum für nächstes Jahr oder so, falls es denn... Falls überhaupt, ja. Ansonsten habe ich auch geschrieben, irgendwo ganz unten, dass ich halt auch nicht, dass mich nichts prinzipiell wirklich besonders interessiert, weil das Line-Up von Ubisoft einfach immer ziemlich gut ist, solide. Ja, so ein Assassin's Creed, was ja jetzt gerade auch angekündigt wurde. Odyssey, Nett, freue ich mich drauf, aber das ist für mich nichts, wo ich sage, oh mein Gott, Highlight der Messe. Also das weiß ich jetzt schon. Nee, aber The Division 2 wahrscheinlich. Also es könnte sein, dass die neue Splinter Cell aus dem Hut zaubern. Das wäre auch mal wieder richtig cool, weil das letzte ist, wie viele Jahre her? Gibt es da nicht Gerüchte, dass sie das in irgendeinem Ghost Recon oder so verwursten oder so? Ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall werden wir vielleicht was dazu sehen, das stimmt schon. Ja. Und neues Prince of Persia. Da wäre ich voll dabei. Auf jeden Fall. Ich liebe Prince of Persia. Aber ich glaube, das ist einfach tot, weil das, was ja das erste Assassin's Creed war damals, hätte ja ein neues Prince of Persia ursprünglich werden sollen. Ich glaube, da haben sie einfach gesagt, gut, dann nehmen wir die Mechanik, machen was ganz anderes draus. Ja. Ich glaube auch, die sind auch zu nah beieinander eigentlich, genre-technisch. Ne? Ja, definitiv. Was haben wir denn noch? Kannst du keinen Chris Mac kann nicht scrollen. Ja, man macht das mit zwei Fingern, weißt du? Oh Gott. So, Chris, was hast du denn Division noch? Division 2 hast du noch was stehen. Ja, habe ich nur kurz. Ubisoft. Cyberpunk. Es ist einfach, bei Cyberpunk muss man dazu sagen... Ist aber nicht Ubisoft, wo wir jetzt ist natürlich CD Projekt Red. Wahrscheinlich, habe ich so gehört, bei Xbox kommen, habe ich gehört. Mal gucken, wer da Geld dann noch reinpassen, liegt. Ne? Die meisten anderen Dinge sind ja bei Sony. So, und Tomb Raider ist vielleicht auch bei Microsoft. Oder, Square Enix hat eine eigene PK auch, ne? Ja, oder? Ja, aber das hindert ja nicht. Aber genau, machen sie meistens. Stimmt, das war bei... Nee, aber lass mal kurz bei Cyberpunk bleiben, weil da gibt es ja eigentlich bisher null Info. Ja, so ein Bewegtbild, was wahrscheinlich jetzt gerade hier laufen wird. Ja, ein Trailer vor zig Jahren, der zwar schick aussah, aber die haben ja immer wieder gesagt, Leute, wir arbeiten dran, Leute, wir geben uns Zeit, drängelt uns nicht und da muss ich sagen, macht. Die sitzen noch auf ihrem Berg voll Kohle von Witcher 3. Ja, da hat der Döler alles ausgegeben. Nee, also das Einzige, was ich davon bisher gelesen habe, ist, dass Klassensystem wieder wie beim ersten Teil auf Berufen basiert. Also ich habe das nicht gespielt. Bis jetzt ich auch nicht. Aber ich finde halt, keine Ahnung, seit Witcher 3 liebe ich CD Projekt Red einfach und alles, was die im Rollenspielbereich machen, würde ich blind kaufen. Witcher 3 ist auch eins, wo ich nicht drauf gewartet habe, dass es mal billiger wird oder so, weil ich das zu dem Zeitpunkt nicht bekommen habe. Das habe ich einfach, da bin ich straight zu GameStop gelaufen, das habe ich seitdem nicht gemacht, habe gesagt, dem 75 Euro dahin geknallt, habe gesagt, so, ich möchte Witcher 3, ruf mich an, wenn er da ist, dann komme ich das abholen. Das war zwei, drei Monate vorher oder so. Und ich habe es nicht bereut. Tomb Raider haben wir gerade schon gesagt, ist für mich ja definitiv eines der Spiele dieses Jahres, weil ich ein riesen Tomb Raider-Fan bin, seit den Reboots. Vorher gar nicht so. Diese alten, die fand ich von der Steuerung katastrophal. Aber die letzten beiden Tomb Raider, die waren einfach fantastico. Und deswegen, scheiß auf den nichtssagenden Trailer, den die letztes Mal da rausgehauen haben, irgendwie vor ein paar Wochen. Das werden die auf jeden Fall rocken. Und die werden auch was zeigen. Ja, ich habe auch richtig Bock auf Tomb Raider, aber hauptsächlich unter anderem auch, weil man die so schnell durchspielt. Den zweiten Teil habe ich in einer Nacht, in einer Session durchgespielt. Ja, du bist aber auch, du lebst in einer anderen Zeit als ich, weißt das, du? Das aber generell ist der Punkt natürlich trotzdem. Ja, Singleplayer-Spiel ist halt mal ganz nett. Halt, generell, ich muss, bei so einem Cyberpunk, weißt du, okay, pass auf, da kommt... 400 Stunden. Ja, da kommt jetzt, für Witcher 3 habe ich, glaube ich, auch so 200 gebraucht oder so. Ja, aber rushst du da so durch? Weil ich habe in Tomb Raider wirklich jede Kiste aufgemacht und jede Reliquie gesucht. Also bei so einem Spiel macht das für mich halt überhaupt keinen Sinn.
Am Anfang bin ich da immer so, hier und da. Ende. Nein, aber das hat mich ja gerade jetzt, ich habe ja Lost Legacy jetzt kürzlich auch endlich mal fertig gespielt, das hat mich bei Uncharted so gestört, dass du halt durch diese wunderschöne Spielumgebung rennst, weil du weißt, du musst nicht links und rechts gucken, da ist nichts. Und selbst wenn du diese kleinen Schätze da findest, die bringen dir gar nichts. Bei Tomb Raider findest du halt irgendwie Erweiterungen für deine Waffen, du kannst deinen Technologiebaum weiterentwickeln und so, ne? Ja, aber du brauchst den halt nicht, um... Doch! Nee. Wir sind halt nicht alle so pro. Ich hab das nicht gecheckt. Nee, das hat nichts mit Pros oder so zu tun. Ich habe halt genau das Gefühl, was Vio gerade bei Lost Legacy beschrieben hat, habe ich halt bei Tomb Raider auch. Nein! Das heißt Tomb Raider. Ohne B! Mann! Wie oft muss ich das noch sagen? Ich werde das heute nicht mehr sagen. Dann halte noch einen Monolog. Wenn du möchtest. Nein, ich bin fertig. Ich freue mich einfach auf so. Tomb Raider. Aber es ist ganz klar, Kingdom Hearts 3. Also, Shenmue 3, Final Fantasy 7. Das war ein Film. Nein, wir haben halt gesagt, unsere persönlichen Favoriten, ja, das interessiert mich halt einfach nicht mehr. Also Kingdom Hearts interessiert mich leider nicht mehr. Wollen wir kurz noch über dieses komische Red Dead Redemption 2 reden? Redemption. Boom, ja, Rockstar. Rockstar hält sich traditionell von der E3 fern. Ja, das und stimmt. Das werden deswegen, sie wahrscheinlich weiterhin tun. Ich kann mir vorstellen, außer dass Sony oder Microsoft hat richtig viel Asche dafür bezahlt. Dass vielleicht Sony Geld auf den Tisch gelegt hat, du kriegst noch 2 Minuten Western-Musik, geile Lichtstimmung und so. Und dann ist, kann ich mir vorstellen. Viel mehr wird es nicht sein. Ne? Ja, auch da hätte ich gerne mal Gameplay. Ne? Gleiches wie bei Death Stranding. Zeig mir mal richtig Gameplay. Ist EA dann wieder außerhalb der E3, so wie letztes Jahr? Das ist EA Play, ja. Ja, ja? Das ist wieder EA Play. Da war ich jetzt nicht informiert. Ja. 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 Nee, also ansonsten, warte mal, lass mal gucken, haben wir noch irgendwas? Das war's sonst. Nee, ne? Ja, das ist unsere E3-Vorschau, beziehungsweise unsere Erwartung. Also ihr seht, es ist ein buntes Potpourri und jeder hat so seine Vorlieben. Ich bin mal gespannt, wenn wir dann nächsten Mittwoch, ist das dann nächsten Mittwoch? Ja, ist nächsten Mittwoch, ne? Wieder hier sitzen. Wie viel dann davon sich bewahrheitet hat. So, ob Microsoft echt einen Knaller aus dem anderen Hut gezogen hat, mir alle sagen müssen, also ja, sorry. Ganz im Ernst. Das wird halt nicht passieren. Da würde ich Geld drauf wetten. Ich bin mal gespannt, ob es vielleicht doch irgendwie neue Hardware gibt. Ja, also keine neue Microsoft, wenn Microsoft neue Xbox, jetzt. Keine neue PlayStation. Es gab jetzt die News, dass vor 2021 Sony nicht drüber nachdenkt, glaube ich. Habe ich gelesen. Und wenn Microsoft dieses Jahr sagt, pass auf, wir ballern nächstes Jahr schon was Neues raus, weil die verloren. Dann haben die verloren. Microsoft. Sagst ja klar, du kannst nicht alle 2 Jahre eine neue Konsole raushauen. Die X ist doch gerade erst. Ja, X und PS Pro meine ich jetzt gar nicht. Das sind ja für mich. Ach komm, ihr seid wieder diese. Ja, Konsoleros ist komisch. Wollen wir kurz vielleicht noch eine Top 3 so? Habt ihr sowas? Oder so die 3 Spiele, auf die ihr euch am meisten freut, darüber mehr zu sehen? Boah, kann ich nicht. Kann ich auch nicht, weil für mich, im Endeffekt, ich habe mich jetzt über viele Spiele gefreut, aber die großen Überraschungen werden halt die sein, wo ich noch gar nichts zu weiß. Ja, Überraschung, aber keine Ahnung. Also Cyberpunk ist bei mir unangefochten, da interessiere ich mich am meisten für. Für das neue Pokémon-RPG, was nächstes Jahr rauskommen soll, am zweitmeisten. Aber werden die noch nichts zeigen. Ich weiß, Vio. Aber am drittmeisten freue ich mich über Elder Scrolls 6. So, du willst also, aber das kommt, willst also nicht sehen. Alter, jetzt erklär mir mal, warum du sagst Elder Scrolls 6, ja, aber Fallout 76. Hä? Warum raunst du denn den Chris an, dass er die Zahl auf Deutsch sagt, wenn du selber Elder Scrolls 6 sagst? Jetzt werde ich geroastet hier. Okay, ich sehe das ein. Nee, aber insgesamt, ich freue mich immer über die E3, weil ich einfach das Gefühl mag, so, auch wenn nachts man jetzt nicht mehr da ist. Unterbuchse im Bett liegen. Ich hole das meistens morgens nach, aber so ein bisschen so dieses Event-Feeling, das finde ich einfach geil. Ja, ist super. Und ich bin auch froh darüber, dass es dieses gebündelte Event immer noch gibt, selbst wenn sich jetzt alle loslösen und zur gleichen Zeit irgendwelche Pressekonferenzen schalten, mir das auch scheißegal, aber neue Ankündigung, geile Trailer, hypen lassen. Ja, es ist halt wirklich, ist auch so ein bisschen Kopf aus und einfach berieseln lassen, Spaß haben, nicht drüber nachdenken. Ja. Es ist ja auch sehr amerikanisch, du hörst die ganze Zeit die Leute jubeln, ich finde das irgendwie ganz geil, obwohl es halt echt dämlich ist, aber ich finde es irgendwie, es gehört aber dazu. Nee, so. Für mich gar nicht so unbedingt. Ja, für mich, also für mich zum E3-Feeling gehört es dazu. Okay, so, und das gefällt mir dann. Ja. Für mich auch. Gut, worauf ihr euch freut, was eure Wünsche, Erwartungen, Hoffnungen sind, das dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und, ja, danke. Falls ihr nicht wisst, danke. Wo. Dieses YouTube, das muss man auch manchmal erstmal entdecken. Aber wir lesen das dann nach und dann gucken wir nächste Woche, was sich bewahrheitet hat.
Das war unsere E3-Vorschau, wie gerade schon gesagt. Eure Meinung in die Kommentare. Hier unten könnt ihr euch noch zwei andere Videos reinziehen. Das sind einmal die Releases für eure Konsolen und den PC. Im Juni. Und was auf Netflix zum Gucken diesen Monat so am Start ist. Auch. Gut Deutsch.